Okay, jetzt ist sie gestartet. Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Stellaris. Wir fangen erstmal neu an mit einem neuen Bild mit Rogue Servitor und wählen erstmal schön unsere Forschung aus. Machen dem Bild entsprechend unsere gesamten Trades. Die wichtigsten Punkte erstmal durchziehen. Ja. Erstmal schön eine komplette Build-Up, Digga, wie in EU4. Erstmal bevor das Spiel startet, bevor die Pause weg ist, 50 Millionen Sachen machen. Paradox-Game. Ja. Wichtig. Oh, wait. Meine Schiffe verbrauchen Nahrung statt Energie? Ja, das ist wild. Warte, hast du Dings? Schade. Warte, hast du Dings eingestellt? Du bist ein Schwarm. Ich bin Schwarm, ja. Aber. Was hast du als Civic gewählt? Als. What? Als, Wenn du oben links auf dein Reich drückst. Staatselement. Ja. Was hast du da? Teilte Aufmerksamkeit und parasitäre Drohnen. Parasitäre Drohnen. Mhm. Okay, das heißt, wenn du irgendein großes Viech findest, wie zum Beispiel Drachen, kannst du es wiederbeleben. Kann passieren, ja. Nein, du musst. Also. Du kannst es. Ja, das ist. Da steht, können manchmal wiederbelebt werden. Dann sind sie mir. Ja, wenn du es tötest, kannst du es einfach per Eventkette oder per. Also. Kann passieren. Muss nicht, aber kann. Steht da. And let's go. Ich hab das schon. Nein, ich bin noch nicht fertig. Mann, ich hab das Bild erst 10-mal gespielt, Mann. Ich kann es noch nicht auswendig. Ah. Eine Sekunde. Loser. Ich glaube sogar, ich habe irgendwas vergessen. Ja. So. Also an sich habe ich einen relativ guten jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Bin ich sogar zufrieden. Wo seid denn ihr zwei? In dieser Galaxie. You will never find me. Danke. Ich dachte, du wärst in einem Pocket-Universum oder so. Weltklasse. Klar. So, ich glaube, wir haben jetzt wieder die Grauen oder so. Wo sind die L-Klasse? Ja, man weiß. Schon Aliens hier sind. Minerals. Oh, das wäre ziemlich schnell. Ja, bei mir, es kam auch schon. B, auf dieser 24er Welt sitzen irgendwelche biologischen Viecher drauf. Planetary Alert. Blocker expunged. Construction complete. Oh. Okay, ich bin vielleicht doch ein bisschen zufriedener mit meiner Stelle, als ich dachte, weil hier hinten ist. Hier geht's nicht weiter. Meine Damen und Herren, hier ist Ende. Tatsächlich. Das ist wichtig. Ja, mein Hauptsystem ist aus zwei Richtungen zugänglich. Das ist generell ein bisschen schlecht. Ja. Weil man natürlich möglichst nur eine Sternbasis bauen will, um seinen Hauptsektor zu machen. Und ich habe hier drei Welten drin direkt. Da wäre es doch schön, wenn ich die mit einer Base absichern könnte.
und dann einfach in den drei Besen richtig schön bauen kann. Und wir haben in keiner der beiden Systeme irgendeinen zusätzlichen Modifikator oder einen Sturm oder so, der uns hilft, das zu verteidigen. Nicht sehr praktisch. Man könnte fast sagen, unpraktisch. Unpraktisch? Themen erkunden. Habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Dürfte alles soweit fein sein. Nach meiner professionellen Expertise sage ich, dass das soweit fein ist. Ah! System Survey complete. Council Agenda available. Ah, die Liga der Ersten. Schade. Da ist meine Einigkeit. Kann ich mir noch easy einholen. Was, du willst einen runterholen? Oh ja, ist gerne. Das richtig, So. Wir können also langsam Stück für Stück teasern, in welche Richtung von der Mitte aus gesehen wir uns so bewegen. So. System Survey complete. Gehen wir mal von der. Machen wir das mal Schritt für Schritt, ja? Nehmen wir mal von der Mitte aus so eine Nordachse, eine Südachse, eine Westachse und eine Ostachse an. Ja? Sagen wir mal. Oh, ich habe direkt ein Reich gefunden. Ein gefallenes Reich. Direkt, legit direkt ein zwei Systeme neben mir. Du meinst also, die haben dich gefunden? Ja. Ja. Sagen wir es mal so, ich bin nicht in der Westachse. Ja? Also. Ich bin sehr in der Südachse. Okay, ich bin Richtung Westachse tatsächlich. Ja, wunderschön, dann sind wir schön weit weg. Habe ich zufällig gemacht. Ich weiß so nicht, ob das so gut ist, nachdem ich die Schwierigkeit der KI hochgestellt habe, aber Christoph wird's rausfinden. Jan hat, denke ich mal, damit eher weniger ein Problem. Der hat genug gelackt, dass ihn den Arsch rettet und inzwischen, glaube ich, macht er Sachen besser als manchmal. Durch Zufall. Er macht's, glaube ich, aber weniger mit einer Strategie wie ich. Er macht's, glaube ich, eher so. Finde ich gut. I need Nahrung. Nahrung, was bist du biologisch? Und eine 25er Kontinentalwelt. Guten Morgen. Ich habe nur eine 21er, das ist nicht fair. Nicht fair. Ich eine 24er Wüstenwelt. Minmax ein bisschen Mineralien zurückholen. Das, was wir gerade genommen haben, macht uns die Distrikte günstiger. Geringere Baukosten und erhöhte Baugeschwindigkeit. Das sorgt dafür, dass wir jetzt dadurch, dass wir es abgebrochen haben und wieder angefangen haben, unsere Ressourcen zurückgestattet und weniger bezahlt haben beim Neubauen. Smart. The more you know. Interessiert das meine Bewohner eigentlich, ob die Welt bewohnbar ist? Bis zum gewissen Punkt? Ja. Ja, das ist die Zufriedenheit. Nee, er ist beschwammbewusst. Beschwammbewusstsein. Achso. Aber es beeinflusst die Stabilität des Planeten trotzdem. Beziehungsweise, du kannst ja mal die Maus über Habitabilität drüber halten. Es ist eine sehr geringe Bewohnbarkeit. Also eine Ressourcenproduktionsweite. Du kannst, also das Schlauste, was du machen kannst, ist, bevölker es, aber bau da nichts. Dass du einfach nur Popstar produzierst, weißt du, und die dann auf andere Planeten umziehen. Actually smarter. Könnte ich machen. Ja, nur darfst du frei sein, zu erzählen, wie das funktioniert. Mit dem Umziehen. Ich weiß, wie man umzieht. Alles gut. Nein, dass die hast du keine Ahnung, Alter? Ja, du musst die nicht manuell umsiedeln. Die siedeln automatisch um. Das soll Jan dir erklären, weil ich es ihm erklärt habe. Legit, wenn da rechts alles gelb ist, dann gehen die einfach auf andere Planeten. Danke.
Danke. Das ist der Schluss, den ich gezogen habe. Danke. Bist sehr hilfreich. Kein Problem. Council Agenda available. Irgendwie bin ich gerade ein bisschen gefühlt verwirrt, was ich tun soll und was nicht. Anomalous surface variable detected. Construction complete. System survey complete. A foreign entity has decreased. Geil, ich habe den Musikanten bei mir. Nice. Musikanten? Weiß nicht, was die mir bringen, aber egal. Dienstleistung bestimmt. Ja. Habe ich dir schon gesagt, dass ich eine Maschine bin? Nein. Nein. Das hast du nicht. Some things are just not that important. Ja, die freuen sich bestimmt auch. Construction complete. Was seid ihr? Welche Richtung baue ich mich denn? Bergbaudrohnen. Oh, ich hasse Bergbaudrohnen. Noch Best Buddies. Ja, nur dass sie sich ausbreiten und meine Systeme blockieren, weil ich noch keine Flotte habe. Best Buddies. Das ist nett. Best Buddies. Ja. 10 von 10 würden Nein sagen. Ich bin die 11. Person. Und deswegen bist du statistisch irrelevant. True. In der statistischen Erhebung nicht. Dann war es aber keine gute Umfrage. Das ist eine gute Umfrage, du bist doch kein Teil davon. Ah. Construction complete. Mich interessiert gerade, in welche Richtung ich weiter erforschen muss und in welche nicht. Also das werde ich mir auf jeden Fall noch holen hier. Dann weiß ich gar nicht mehr, ob hier irgendwo tatsächlich viel ist. Acquisition successful. Construction complete. Erstkontakt, ja. Hä, das check ich nicht. Okay. Ich kann hier irgendwie, aus irgendeinem Grund, kann ich bei einem System nicht nach unten fliegen, weil die Linien da rot sind. Hä? Und was verstehst du daran nicht? Ja, aber wieso geht das nicht? Hast du da irgendwas recht. Rotes drin entdeckt in dem System? Ist deine Flotte auf Ausweichen? Nee, gar nichts. Ja. Es geht einfach nicht. Geht einfach nicht. Hat keinen Just Grund. Just not possible. Gibt definitiv no reason for it. No reason. Exactly. Construction complete. Wie viele Planeten sind da? 3 Planeten, 21, 17, 16, alles klar, geil. Sehr gut.
Guck ich mal, dass ich mir das ja auch noch hole. Alles, dass ich mir das alles auch noch hole. Und da scheint schon jemand zu wohnen. 16 Ozeanwelt. Technological acquisition successful. Du wärst natürlich eine bessere Energiewelt als du. Weil du bist eine 24er-Welt, auf die ich gerade nicht draufklicken kann, weil dieses Gamer wieder behindert ist. Du bist eine 24er-Welt. Oh wow, eine Megastruktur. Welche? Die useless ist. Also, Koordinationszentrum. Das ist gar nicht mal so ein useless, es gibt ja Flottenlimit. Echt? Ja, okay. Dann ist in Ordnung. Einigermaßen. Ich meine, für den Anfang ist es nicht besonders useful. Aber sobald du deinen ersten Festungsdinger baust, vor allem am Ende musst du bedenken, wenn du die fertig, du brauchst ja, um Megabauwesen zu nehmen beim Aufstiegsvorteil, musst du ja eine Megastruktur vollständig gebaut haben. Statt jetzt also eine selbst aufzubauen und dann 4 Segmente komplett durchbauen zu müssen, kannst du das auf wieder reparieren und nach einem Zyklus quasi das komplett fertig haben und das sofort nehmen. Oh, weil das so, wenn du es fertig reparierst, ist das nicht auf Stufe 1 erst. Du baust nicht erst die Baustelle, dann die 4 Zyklen, bis es fertig ist, sondern es wird direkt repariert und dann ist es komplett fertig auf höchster Stufe. Also ja, ziemlich lustig. Ja, klar. Eine Bergbauwelt. Und da sind meine ganzen Wachstumsknoten aufgelevelt. Anomalous surface variable detected. Und das ist eine Mining-Welt. Oh mein Gott, so lucky. Lucky boy. Planetary Surface Settlement ist neu gegründete Kolonie, perfekt. Zack. Zack. Verdammt. Sie haben nicht genug Mineralien. Jetzt aber. Die 3er Welten da drüben. Also theoretisch gesehen, wenn ich dieses eine System erkunde und hier reinbaue, könnte ich in den 3 Welten direkt kolonialisieren. Statt jetzt für jede andere Welt da oben. Aber die Welten bringen mir mehr, weil die spezialisiert sind. Ich weiß hier noch nicht, was die haben. Construction complete. A foreign entity has decrypted our communications. Von. System survey complete. Decke ich das hier auf, dann gehe ich da mal wieder. System survey complete. Wäre cool, wenn hier noch Welten sind. Oder am besten direkt Reliktwelt. Direkt eine Reliktwelt. Ja. Direkt rein. Construction complete. Construction complete. Nur noch die Welt, wenn da irgendwas relevant ist, ist gut. Ich guck's auch noch an, wenn nicht. Da habe ich nicht mehr genug Einfluss. Was sehr schade ist. Wait, habe ich schon meine erste Grenze? Du hast überall Grenzen an deinem, also. Nein, jetzt schon meine erste Grenze an einem anderen Reich. Ja, kann sein. Kann gut sein. Zerstörtes Quantenkatapult. Das, meine Damen und Herren, ist das Nutzloseste.
außer dass es voll schon fertig ist, wenn man es aufbaut, ist das das Nutzloseste, was es gibt. Und warum? Weil selbst im Endgame man die Dinger nicht benutzt. Brr. Nutzloser als die Lebensratschläge von Heidi Klum. Ja gut, auf die sollte man eh nicht hören. Digga. Naja, definitiv. Nein. Ich glaube auch nicht, dass irgendjemand jemals gesagt hätte, dass man... Also... System Survey complete. System Survey complete. Planetary Settlement Procedure. Gibt es, hat mir jetzt nicht viel gebracht, das System? Aber egal, was soll's. Construction complete. Eine Technologie bekommen, cool. Einfach mal geschenkt. Construction complete. Ja, guck mal an, du bist auch fertig. Geh mal direkt. Feststellen, dass ich nicht genug Mineralien habe. Damn. Technological acquisition successful. Situation log adjusted. So. Dann wollen wir meine Körperwette mal anpassen. Nehmen wir mal. Ich weiß nicht, was der Unterschied zwischen den Dingern ist. Zwischen den beiden. Zwischen welchen? Genau. Hm. Nee, ich zeig dir gerade Werte im Stream, das ist ein bisschen. Na, okay. Wir können uns gerne stundenlang über Zahlen unterhalten, aber ich denke nicht, dass es so. Nee. Das ist mein dritter Planet, ist schon mal sehr, sehr gut. Construction complete. So, da wollen wir mal unsere Flotte auf unser Flottenlimit bringen, um mehr Einfluss zu bekommen. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Stellaris mit diesen Flachpfeifen hier und mir. Der Oberflachpfeifen.